Ja, Niki Havenaar, Verteidiger vom FC Thun. Letztes Wochenende war viel los hier. Ein bisschen spezielles Wochenende. Für einen ist nicht shooten, sondern FC Thun Night und Family and Friends Day. Ganz viele Fans und Kinder waren hier. Sie haben euch gute Nacht erleben. Wie hast du die Fans erlebt? Ja, also seit Corona haben wir das nicht schaffen bei FC Thun. Und war von mir auch erstes Mal. Aber ich hatte richtig Freude, mit den Kindern zusammen zu spielen und so. Natürlich mit dem Fußball dort auch zusammen erleben. Und ja, ich glaube, alle, die er gekommen hat, hat wirklich Freude. Ja. Du hast eben noch gesagt, es sei sogar noch angehauen worden, so on demand. Also noch Leute Rückmeldungen gegeben. Genau, also ich war einfach in der Stadt von Thun und ja, viele Leute hat einfach Freude gehabt und hatten mir gesagt, dass alles sehr schön war und hoffentlich diese Woche gegen Kriens auch Freude hatte, mit dem Spiel zu kommen. Ja. Mhm. Der letzte Match vor der Nationalmannschaftspause war gegen FC Vaduz. Du hast unter anderem ein Goal gemacht zum 2:0, ein souveräner Match. Wie hast du den gesehen? Ja, also erstes Mal muss ich sagen, der Dominik hat den Riesenball gebracht. So war mit meiner Größe natürlich ein bisschen einfacher zum Torschießen. Aber ja, natürlich war es schön. Ich habe lange nicht mehr von Anfang gespielt und war... Ja, ich hatte wirklich Glück gehabt, dass ich direkt mit dem Tor bringen ins Mannschaft und ja, 30 hintereinander gebracht und hoffentlich gegen Kriens können wir weiter schaffen. So. SC Kriens kommt am Samstag. Nominell natürlich klar, fix abgestiegen, abgeschlagen letzt. FC Thun muss gewinnen, ist ein bisschen gefährlich, oder? Ja, sicher. Also ich glaube, wenn du auf die Tabelle schaust und ja, einfach schaust, FC Thun gegen Kriens zu Hause auch bei Thun, glaube, dass alle dass wir gewinnen und wir glauben auch natürlich daran, aber es ist nicht so natürlich einfach, wegen Kriens hat nichts mehr zu verlieren. Und ich glaube, sie kommen mit nur Freude zum Spielen in der Challenge League und zum zeigen, was sie noch machen hier. Und nicht einfach, aber ich glaube, als FC Thun und als Mannschaft, wenn wir zusammen schaffen und von Anfang Gas gibt, dann können wir mit dem Sieg den 3 Punkte mitnehmen. Ja.